Hast du Gelenkschmerzen? Tut vielleicht dein Knie, deine Hüfte oder dein Ellbogen weh? Du hast vielleicht schon vieles ausprobiert, deine Ernährung umgestellt, verschiedene Übungen ausprobiert, aber so richtig losgeworden bist du es noch nicht? Dann möchte ich dir heute etwas vorstellen, was vielleicht dein Problem endlich lösen kann. Die Rede ist vom indischen Weihrauch. Erfahre in diesem Video, was der Weihrauch mit deinen Gelenkbeschwerden zu tun hat und wie er dir vielleicht dabei helfen kann. Viel Spaß beim Anschauen. Bevor das Video losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer unserer Videos haben unseren Kanal leider noch nicht abonniert. Wenn du nichts mehr verpassen willst zu den Themen Gesundheit, Fitness, Ernährung und Regeneration und Schmerzfreiheit, dann drück bitte unbedingt auf Abonnieren, sodass wir bis zum Jahresende noch 10.000 Abonnenten auf unserem Kanal erreichen können und immer mehr und mehr Menschen damit helfen können. Damit hilfst du uns bei unserer Herzensangelegenheit, die Menschen hier auf diesem Kanal fit und schmerzfrei zu machen. Hi, mein Name ist Alexander Seifert vom Sano Gym in Ulm und in diesem Video geht es um den indischen Weihrauch. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, der indische Weihrauch kommt immer mehr in unserem Kulturkreis an und wird häufig empfohlen, um Schmerzen an Gelenken zu reduzieren. In der fernöstlichen Medizin ist der indische Weihrauch schon lange ein fester Bestandteil und findet jetzt auch immer mehr Anklang in unserem Kulturkreis. Wenn du also schon länger Beschwerden hast an verschiedenen Gelenken, sei es Knie, Hüfte, Ellbogen und so weiter, und hast schon vieles ausprobiert und bist mit deinen Ergebnissen noch nicht zufrieden, dann empfehle ich dir mal den indischen Weihrauch als Nahrungsergänzungsmittel auszuprobieren. Natürlich solltest du damit nicht beginnen, sondern das Fundament deiner Schmerzfreiheit sind nach wie vor die richtigen individuellen Übungen für dich, eine gesunde Ernährung, die Erhaltung eines normalen Körpergewichts und eine generell anti-entzündliche Lebens- und Ernährungsweise. Wenn du all das aber schon berücksichtigst und einfach noch nicht da bist, wo du sein möchtest, dann gib gerne dem indischen Weihrauch eine Chance. Der indische Weihrauch wird botanisch auch Boswellia genannt. Unter diesem Namen findest du also auch weitere Informationen und Produkte im Internet. Um die Wirksamkeit dieser fernöstlich etablierten Heilmethode auch zu überprüfen, wurden natürlich auch wissenschaftliche Studien durchgeführt. Diese Studien konnten tolle Ergebnisse feststellen in Bezug auf die Funktionalität und die Schmerzen in den Gelenken der Probanden. Konkret wurde über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen untersucht, wie groß sind die Schmerzen in den Gelenken der Probanden, wie ist die Funktionalität gemessen an der Gehstrecke bei tragenden Gelenken wie Sprunggelenk, Knie oder Hüfte und wie verhält sich die Gelenksteifigkeit vor allem am Morgen. Die Studien konnten zeigen, dass in all diesen Parametern, also Gehstrecke, Schmerzen und Steifigkeit, eine Verbesserung durch die Einnahme des indischen Weihrauchs erzielt werden konnte, während andere Faktoren wie Ernährung und Bewegungsverhalten möglichst gleich gehalten wurden. So können wir eine Aussage über die Effektivität des Nahrungsergänzungsmittels des indischen Weihrauchs treffen und gehen deswegen davon aus, dass tatsächlich eine Wirkung beobachtbar ist. Wenn du also schon viel tust, dann ist der indische Weihrauch für dich vielleicht eine Option. Wichtig dabei ist, den Einnahmezeitraum nicht zu kurz zu wählen. In dieser Studie waren es 4 Wochen oder mehr. Frühestens dann solltest du ein Urteil darüber bilden, ob dir dieses Nahrungsergänzungsmittel helfen kann oder eben nicht. Probiere es deswegen gerne einfach aus, aber eben mit dem Erwartungshorizont, dass du an anderer Stelle schon etwas für deine Gelenkgesundheit tun solltest und auch der Sache genug Zeit geben kannst. Wenn diese Faktoren alle gegeben sind, dann konnte Boswellia dem indischen Weihrauch eine anti-entzündliche und anti-arthrotische Wirkung zugeschrieben werden. Das bedeutet, vor allem bei entzündlichen Gelenkerkrankungen oder dem arthrotischen Gelenkverschleiß konnte das Nahrungsergänzungsmittel tolle Ergebnisse liefern und die Beschwerden und eben auch die Funktionalität der Gelenke verbessern. Hast du schon deine Erfahrungen mit dem indischen Weihrauch gemacht, vor allem in Bezug auf Gelenkbeschwerden? Dann sag es uns, teile uns deine Meinung mit oder schreib uns mögliche Fragen unten in die Kommentare. Wir freuen uns, dass du so aktiv dabei bist und antworten dir sehr gerne. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Alex von Sano Gym.